Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Montag ist es. Willkommen zu den ersten Morning News diese Woche und auch die ersten Morning News mit einem neuen Handy. Ich habe ein neues Handy. Keine Ahnung, wie das aussieht und ob das jetzt auch gut klappt. Bin wieder bei Apple geblieben. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, ihr könnt mich sehen. Ja, letzte Woche sind die Morning News einige Male ausgefallen. Ich war unterwegs in München, habe drei eBay SEO Workshops gegeben. Und diese Woche sieht es auch nicht anders aus. Ab Mittwoch bin ich auch wieder unterwegs. Donnerstag, Freitag bin ich in Bremen und Samstag bin ich dann zum Glück endlich mal wieder zu Hause. Ja, in der Tat ist es so, ich höre mit meinen eBay SEO Workshops auf. Warum? Versuche ich jetzt in den kommenden Tagen und Wochen den ein oder anderen Artikeln zu erklären. Im Grunde genommen ist es zum einen ja auch Ausdruck einer tiefen Frustration, dass ich der Meinung bin, dass viele von euch, dass das Wissen, was ich hier versuche zu vermitteln, einfach nicht umsetzen könnt. Und wenn, nur mit extremst viel Mühe. Und ich glaube ganz ehrlich, um euch behilflich zu sein, weiter zu skalieren, euch zu professionalisieren, ist, glaube ich, der eBay SEO Workshop ein falscher Weg. Ich glaube, da muss man woanders ansetzen. Und aus dem Grund werde ich damit aufhören und auch, ganz ehrlich, es ist mir zu anstrengend. Es ist einfach hart. Das ist, wenn du den ganzen Tag nur mit dem Kopf an dabei bist, Menschen etwas zu erklären, das macht mir auch Spaß, dann ist das wahnsinnig anstrengend. Selbst in den Pausen, wo man mal denkt, nur 5 Minuten zu relaxen, funktioniert auch nicht. Klar, man bekommt einen Haufen Fragen gestellt, die möchte man natürlich auch beantworten. Das ist schon hart. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bis Ende des Jahres werde ich noch ein paar Workshops geben. Wer also Lust hat, kann sich immer gerne anmelden. Ja, eBay Seller Konferenz kommt auch langsam voran, so zumindest halbwegs sind wir mit der Seite fertig. Das wird eine extremst knappe Nummer, wenn wir dann die Seite endlich mal live geschaltet haben. Ja, noch 70 Tage. Also ich glaube, wenn wir so bei 65 sind, dann sollten wir auch mal den Ticketverkauf aufmachen. Ja, was ist passiert in der vergangenen Woche? Vieles habe ich nicht mitbekommen, aber gestern war der Double 11 der Alibabas Single Day und der zeigt noch einmal die unfassbare Größe des chinesischen E-Commerces auf 30 Milliarden oder über 30 Milliarden, so ganz genau 30,8 Milliarden US-Dollar an GMV in einem Satz. Anderthalb Minuten, also 1 Minute 25 Sekunden wurden gebraucht, um die erste Milliarde US-Dollar umzusetzen. Über 1 Milliarde Warensendungen werden die chinesischen Läger jetzt verlassen. Und das ist für mich so, ihr könnt gar nicht vorstellen, wie beeindruckend ich das finde. Wenn ihr diese Milliarde mal runterrechnet, dann auf ein Jahr, und ihr von 21,5 Arbeitstagen ausgeht, dann sind das 3,8 Millionen Warensendungen pro Tag. Wisst ihr, was das für ein unfassbares Volumen ist? Wenn ihr einmal überlegt, dass das ganze Jahr 2015 DHL gerade mal eine Milliarde Pakete versendet hat, Hermes 300 Millionen. DPD 320 Millionen, über das ganze Jahr. Und in China an einem einzigen Tag 1 Milliarde. Das ist Wahnsinn. Ja, interessant ist auch, wenn man etwas tiefer in die Zahlen schaut, wie stark ausländische Produkte gefragt werden. In der ersten Stunde sind deutsche Produkte an Position 5 gefragt worden. So an fünfter Stelle wollte man deutsche Produkte haben, beziehungsweise haben die chinesischen Verbraucher deutsche Produkte gekauft. Im Übrigen, bei der Gelegenheit möchte ich auch darauf hinweisen, dass Handelsblatt am Wochenende einen wunderschönen Artikel herausgebracht hat, einen Report über den chinesischen E-Commerce, beziehungsweise insbesondere halt auch über die logistischen Herausforderungen und auch aber über die Chancen und Möglichkeiten, wie der E-Commerce in ländlichen Gegenden hilft ein klein wenig die dortige Bevölkerung auch zu unterstützen. Das ist ein sehr langer Artikel, aber ein unglaublich guter. Ich hoffe, ich kriege ihn gleich im Nachgang noch verlinkt.
Bedauerlicherweise hat die Lesara Insolvenz angemeldet. Der Gründer Roman Kirsch ist ja das ein oder andere Mal kritisiert worden öffentlich wegen seiner Streichpreise, wegen seines Abmahnsverhaltens. Er hatte einen Bloggerkollegen von mir abgemahnt, weil er ihm diese Streichpreise angekreidet hat. Er ist in der Schweiz unangenehm aufgefallen, ist dort verklagt worden. Das ist alles, denke ich mir, noch nicht mal so schlimm. Klar, der ist ein bisschen hart am Wind gesegelt. Was ich etwas dramatischer fand, ist seine Zahlentrickserei. Hier hat er in meinen Augen es ein klein wenig übertrieben. Es war also nie so klar, welche Umsätze er tatsächlich generierte. Er musste einmal seine öffentliche Vorhersage korrigieren, weil es klar geworden ist, dass er seinen Investoren andere Zahlen genannt hatte. Klar, so etwas Ähnliches hat er ja, glaube ich, auch einmal Zalando probiert, aber dann relativ schnell zurückgerudert. Inklusive Mehrwertsteuer, exklusive Mehrwertsteuer, also Umsätze netto brutto, das ist das eine. Und insbesondere, und das ist natürlich im Fashion-Bereich enorm wichtig, Vor- oder Nachretouren. Ne? Ich meine, wenn ich mit einer Retourenquote von 40% durch die Gegend laufe, dann ist es natürlich selten dämlich, wenn ich meine Umsätze Vorretouren nenne. Denn die Zahl ist erst einmal so und in dieser Form für keinen verwertbar. Aber schauen wir uns mal das grundsätzliche Konzept an und das, wie er es kommuniziert hat. Hier ist jetzt, spielt auch so ein bisschen die Rolle, wie ich es wahrgenommen habe und wie ich es seinerzeit, also mein letzter Touchpoint ist gut ein Jahr her, mit der Sarah angeschaut habe. Er sagte, wir sind das Chibo im Internet. Sprich, qualitativ hochwertige, gute Trendartikel identifizieren, schnell im deutschen Markt verfügbar machen und an die entsprechenden Verbrauchergruppen ausspielen. So hätte er sich gerne gesehen. Wie habe ich es gesehen? Er ist das deutsche Wisch im Prinzip gewesen. Er hat den letzten China-Schrott nach Deutschland gebracht und versucht, ihn über diverse Trust-Signals, Anreize gegenüber Verbrauchern massivst mit einem hohen Marketingaufwand in den deutschen Markt zu pushen. Worauf fuße ich meine Erkenntnis? Insbesondere daher, als dass ich so eine ganze Produktbreite von ihm einfach mal anhand der Bilder geprüft habe, zugeschaut habe, dass nahezu der ganze Schrott auf AliExpress mit exakt den gleichen Bildern angeboten worden ist. Er hat sich auch nicht sehr viel Arbeit gemacht, die Produkte gut zu beschreiben, sondern hat darauf gesetzt, dass er mit sehr durchdringender Online-Werbung bei Facebook, wurde ihr davon durch ihn penetriert, in diversen Trash-Seiten und aber auch halt, wenn ihr die ein oder anderen Apps genutzt habt, wie zum Beispiel mobile.de oder Immobilien-Scout, da habt ihr nur diese befickte Lesara-Werbung gesehen. Das ist ein Konzept, was gar nicht mal so übel ist. Wenn ich in der Lage bin, zu immer noch sehr niedrigen Preisen die Ware aus China, meinetwegen auch Billigware, meinetwegen auch China-Schrott, günstig hier in Deutschland Verfügung mache, ja bitte sehr. Das sind ja Geschäftskonzepte, die grundsätzlich funktionieren. Wen haben wir denn da? Konrad hat es gemacht, Völkel hat es gemacht. Da gibt es ja noch einen anderen kleinen Kataloganbieter, der immer so diese durchsichtigen Katalogseiten gebracht hat, ne, mit diesen ganzen spannenden Gadgets. Ein Konzept, was funktioniert, aber dann hätte man das auch genau so kommunizieren sollen. Ich glaube ganz ehrlich, und das kritisiert er dann auch selber, dass es immer doof ist, wenn die eigenen Investoren das Geschäftsmodell nicht verstehen, weil sie das Produkt nicht kennen. Ja, ich meine, gut, ich glaube, einfacher wäre es gewesen, wenn man gesagt hat, was man tut und nicht versucht, sich schicker und klüger darzustellen, als man ist. Er hat mit Sicherheit keine vernünftige AI genutzt, um die Produkte zu identifizieren. Er hat in Balk eingekauft und zugeschaut, dass die Sache mit dem Flieger rüber nach Deutschland kommt und schnell für den deutschen Markt verfügbar ist. Alles in allem nicht so schlimm. Ich bedauere es, dass die Firma insolvent gegangen ist. Denn vom Kern her fand ich sein Geschäftsmodell relativ smart. Massen rüberkarren und die Produkte incentiviert, meinetwegen auch mit Fake-Streichpreisen. Ich bin da keiner, der einen Heiligenschein aufsitzen hat oder der dort unbedingt der Meinung ist, man sollte sowas nicht machen. Das ist mir im Grunde genommen egal, wenn es zieht, wenn man dadurch Produkte verkauft, why not? Von daher, schade.
Ja, Apple und Amazon haben sich lieb. Das ist auch meine letzte News. Sollte man denken. Einige Händler haben zum Wochenende eine E-Mail erhalten, dass es in Zukunft nicht mehr gestattet sein wird, Apple-Produkte auf eBay zu verkaufen. Hier hat sich insbesondere das Meinungslager der Händler gebildet, die gesagt haben, hey, das wird immer mehr zu einem Monopol. Wir machen eine Marke erfolgreich. Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen gähnen. Stimmt, ich bin noch heute etwas spät dran und ich habe die Wettermeldung gerade sein gelassen. Naja, gut, blauer Himmel mit ein paar Wolken und es scheint geregnet zu haben über Nacht. Scheint sich das Lager gebildet zu haben, dass einige sagen, Amazon ist irgendwie ein Monopol, wir bauen eine Marke auf ein Produkt auf und am Ende des Tages sperrt Amazon uns aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das hier die treibende Kraft ist, wenn wir uns mal daran erinnern, wie das mit Birkenstock passiert ist, wo Birkenstock klipp und klar gesagt hat, hey, wir haben so viel unfassbar viel Fakes auf dem Marktplatz auf Amazon. Wir verkaufen einfach nicht mehr an euch. Punkt. Und dann zieht sich Birkenstock zurück. Und wenn wir selbst schon mal Apple-Produkte über Amazon gekauft haben, dann haben wir auch festgestellt, dass wir da auch nur Scheiße kriegen. Also ich habe mein letztes Headset, habe ich glaube ich über Amazon gekauft für mein Apple. Es war ein Fake. Und ganz ehrlich, mein Learning war, ich setze mich ins Auto und fahre zum nächsten Mediamarkt und hoffe, dass ich dort ein echtes bekomme. Ja, ist ärgerlich, in der Tat für die Händler, aber auch hier muss man klipp und klar sagen, das ist eine freie Entscheidung von Amazon. Was auch in meinen Augen nachvollziehbar ist, dass sie hier eine Brand and Trust Protection halt haben gegenüber dem Verbraucher, müssen sie gewährleisten können, dass da tatsächlich Originalprodukte ankommen. Und da ist der Schulterschluss mit Apple ein naheliegender Schluss auf der einen Seite, auf der anderen Seite, auch wenn nicht direkt und insbesondere, dass halt nicht die betroffenen Händler vielleicht jetzt verstehen können, ist das alles in allem aber auch ein Move, der gesamten Handelslandschaft zugute kommt. Denn dort, wo massivst Waren gefaked werden, macht Amazon genau das Richtige, schmeißt alle Händler raus, weil sie es halt selbst nicht nachvollziehen und nicht kontrollieren und prüfen können. Und bietet aber trotzdem alledem dem Kunden die Produkte halt an, halt über einen direkten Kanal und schafft dadurch natürlich Vertrauen. Also so schlecht ist das gar nicht mal. Ich meine, es wäre schlimmer, das zuzulassen und dadurch halt die Reputation des Marktplatzes bzw. des Geschäfts zu zerstören. Also von daher ist ärgerlich auf der einen Seite, ja, ich verstehe jeden Händler, der darüber meckert. Ich finde, da sind die Aluhut-Leute mal wieder ganz weit vorne, die der Meinung sind, dass es hier gesteuert sei, von Amazon die Händler rauszuschmeißen. Das ist Dummfuh, ganz, ganz ehrlich. Und da mache ich mir manchmal echt Sorgen über unsere Gesellschaft, was da für ein flaches Zeug gepostet wird. Am Ende des Tages ist es besser als der Move, der in der Gestalt von der Birkenstock-Entscheidung eskaliert ist. Also das finde ich soweit ganz okay. Ja, das war's mit den Morning News. Sorry, dass es etwas spät war. Sorry, dass ich vielleicht der ein oder andere News übersehen habe. Ich hoffe trotzdem alledem, ihr hattet was davon. Ich wünsche euch einen unfassbar großartigen Start in die neue Woche. Ich hoffe auch, dass das mit Ton und mit der Kamera geklappt hat. Ja, holt euch richtig großartigen Reibach ab. Macht gute Umsätze und wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss.